Wir haben für das Stadtradeln ein schönes Radkulturprogramm entwickelt und das ist in diesem Flyer zu finden. Der ist jetzt an alle Haushalte verteilt worden über das Amtsblatt. Also wer das noch nicht entdeckt hat, einfach noch mal kurz nachgucken. Und da sind dann Sachen drin, was alles so jetzt in diesen 3 Wochen noch passiert. Neben dem eigentlichen Radfahren haben wir halt noch verschiedene Aktionen am Start, wie zum Beispiel jetzt am Samstag zum Fiene. Da werden einmal verschiedene Fahrradtypen zur Probe ausgestellt. Also man kann Probe fahren, Lastenräder, E-Bikes. Und wir haben einen Mitmachstand, wo wir mit unseren Muskelkraft elektrische Energie erzeugen können und damit eine Seifenblasenmaschine betreiben oder ein Wasserkocher, wo es dann darum geht, wie heiß kriegt man das Wasser. Stadtradeln ist ein inzwischen internationaler Radfahrwettbewerb, der zum Klimaschutz beitragen soll. Die Kampagne geht von Mai bis September und bei uns in Eberswalde beginnt es jetzt am 4. Juni und dann wird bis zum 24. Juni geradelt und Kilometer gesammelt. Außerdem im Programm haben wir dieses Jahr das 2 Radreisevorträge und dieses Jahr ist das Thema Reisen mit Familie. Und dann haben wir quasi eine Reise, die geht von der Ostsee bis nach Spanien mit dem Lastenrad und eine andere Reise führt uns durch Südamerika, jeweils mit 2 Kindern. Bin ich sehr gespannt und vor allem froh, dass wir das jetzt nach Corona endlich wieder machen können, dieses Format. Dann gibt es noch 2 Tage der offenen Tür bei der Kreisverkehrswacht im Brandenburgischen Viertel. Eine geführte Radtour vom ADFC, von der Regionalgruppe hier in Eberswalde. Und ganz wichtig ist mir auch der Schulwettbewerb, den wir durchführen, bei dem wir alle Schulen in Eberswalde aufrufen, sich daran zu beteiligen und schon in einem möglichst frühen Alter dafür zu werben, dass das Rad im Alltag eine gute Alternative ist zum PKW. Eberswalde ist so daran interessiert, das Rad als Fortbewegungsmittel zu bewerben, weil wir uns einfach im Klimaschutz engagieren. Wir tun das, um quasi eine für uns und auch für die Pflanzen und Tiere lebenswerte Natur und Umwelt zu erhalten, weil das ist nun mal unsere Lebensgrundlage und die gilt es zu schützen.